Professor Bauerfeind, als wir heute Morgen begrüßt wurden, war von der Stadt auf dem Berge die Rede, von Zeulenroda. Und da wir alles gute Christenmenschen sind und ein bisschen bibelbewandert sind, wissen wir, dass bei Matthäus im 6. von der Stadt auf dem Berge die Rede ist, die nicht verborgen bleiben kann. Und davor gibt es allerdings noch einen Satz, der heißt, ihr seid das Licht der Welt. Nun sind wir nicht übermütig und zu glauben, wir wären das Licht der Welt oder das Licht in Thüringen. Und das, was wir heute hier gehört haben, bringt doch einiges Licht in das Dunkel von Rot, Rot, Grün oder auch in die aktuelle Debatte hinein, dem Mike Moring und dem Ministerpräsident von Bayern, Horst Seehofer, herzlichen Dank. Er kann es leider nicht mehr hören, aber, meine lieben Freunde, es gibt kein Bundesland, es gab kein Bundesland, was uns in den neuen Bundesländern, auch uns in Thüringen, organisatorisch und finanziell so unterstützt hat wie der Freistaat Bayern. Und das fing eigentlich an mit Franz Josef Strauß, als er angefangen hat, mit der DDR zu verhandeln, dass die Selbstschussanlagen abgebaut werden, dass diejenigen, die über 65 sind, Reiseerleichterung, Reiseerlaubnisse bekommen haben und damit natürlich auch einen wesentlichen Stein aus der Mauer, aus dem Eisernen Vorhang herausgeschlagen hat. Es ging weiter über den damaligen Finanzminister Theo Weigel und Horst Seehofer. Herzlichen Dank an die Bayern und natürlich auch herzlichen Dank für die Gemeinsamkeit, die wir haben. Horst Seehofer hat angesprochen, 10 Jahre Angela Merkel, 2005, 2015. 2005 war Deutschland der kranke Mann in Europa. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten 4,7 Millionen Arbeitslose, die Sozialkassen waren leer. Im März 2005 war es nur möglich, die laufende Rentenauszahlung, die monatliche Rentenauszahlung dadurch zu gewährleisten, dass der Bund einen Notkredit gegeben hat. Und der damalige Haushalt für 2006 war geplant mit 80 Milliarden, damals ja schon Euro, 80 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das war die Ausgangslage. Heute, 2015, hat sich die Situation wesentlich verändert. Wir sind Konjunkturlokomotive, wir sind Vorbild, nicht nur in Europa, wir sind weltweit Vorbild. Es kommen aus allen Ländern, zuletzt aus Südkorea, eine große Delegation zu uns und fragen, wie habt ihr das gemacht? Die Einheit gestemmt und gleichzeitig auch die industrielle Revolution gestemmt, dass ihr weltweit führend seid. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, man kann auch mal von guten Zahlen reden. Wir haben zurzeit 43,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland. So viel haben wir noch nie gehabt. 31,5 Millionen davon sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Wir haben einen Beschäftigungsaufbau in der Sozialversicherungspflicht von weit über 2 Millionen gehabt. Und im Wesentlichen auch zu Löhnen, von denen man auch leben kann. Weil das so ist, Konjunktur läuft, Leute sind fleißig, gut ausgebildet, motiviert, sind die Steuereinnahmen über alle Ebenen, also Bund, Länder, Kommunen, in diesem Jahr bei 670 Milliarden Euro und werden im nächsten Jahr nahe 700 Milliarden Euro sein. Kann man einen guten Haushalt aufstellen? Wir haben es gemacht, vorletzte Sitzungswoche in Berlin verabschiedet, Bundeshaushalt für 2016. 317 Milliarden Euro im Bundeshaushalt, über die Hälfte davon geht in soziale Leistungen. Nein, ich komme gleich nochmal zurück. Und eine wesentliche Aussage bei diesem Bundeshaushalt ist, und das sollten wir uns ganz klar nochmal machen, dass der dritte Bundeshaushalt in Folge, ohne dass der Bund Schulden aufnimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Natürlich gehen wir davon aus, dass wie bei einer schwäbischen Hausfrau nicht mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird. Aber 40 Jahre lang hat die Bundesrepublik, die Bundesregierung, je nachdem, welche Couleur sie gehabt hat, immer neue Schulden aufgenommen. Auch aufnehmen müssen, auch die deutsche Einheit ist darüber finanziert worden. Das erste Mal, und jetzt nochmal das dritte Mal in Folge, dass wir ohne neue Schulden auf Bundesebene auskommen. Aber gesagt, über die Hälfte, 52% der Ausgaben gehen in den sozialen Bereich hinein. Hauptanteil ist der Zuschuss in die Rentenversicherung mit 87 Milliarden. Dazu kommen 14 Milliarden in die Krankenversicherung und Hartz IV, der Bereich Hartz IV, Arbeitslosigkeit, immer noch mit 32 Milliarden, das ist viel Geld. Dem stehen gegenüber Investitionen, die wir tätigen wollen, von 31 Milliarden und da in diesen 31 Milliarden sind ungefähr 25 Milliarden für den Verkehrsetat beinhaltet. 7,5 Milliarden werden wir im nächsten Jahr nach den jetzigen Zahlen für die Unterbringung, Betreuung, Integration von Flüchtlingen ausgeben. 7,5 Milliarden, da fragt mancher, wo kommt das Geld her? Warum habt ihr es nicht für uns gehabt? Die 7,5 Milliarden sind im Haushalt erwirtschaftet oder auch aufgrund der guten Konjunkturlage da. Wir hätten diese 7,5 Milliarden im nächsten Jahr genommen zum Schuldentilgen, um diesen Schuldenberg, der in Deutschland aufgelaufen ist, zu reduzieren,
findet erstmal nicht statt. Aber das, was auch Ministerpräsident Seehofer gesagt hat, wir werden nicht die einen gegen die anderen ausspielen in den Sozialleistungen, am Arbeitsmarkt oder bei den Wohnungen, aber wir werden keine Schulden reduzieren. Fragt man sich manchmal, die Frage kommt auf, was macht ihr eigentlich für uns? Was macht Berlin für uns? Im nächsten Jahr, ab 2016, fließen die ersten Mittel des 10 Milliarden Euro Investitionsprogrammes und wir werden den steuerlichen Grundfreibetrag anheben, ebenso wie Kinderfreibetrag, Kindergeld, Kinderzuschlag und auch die kalte Progression zumindest abmindern, abbauen. Im laufenden Jahr 2015 sind neben anderen Leistungen folgende Millionen, jetzt komme ich nach Thüringen, vom Bund nach Thüringen geflossen. Auch das sind gute Zahlen. Zum einen durch die Übernahme der Grundsicherung durch den Bund 72 Millionen Euro. Kosten der Unterkunft 125 Millionen Euro. Forderung von Investitionen, und zwar für finanzschwache Kommunen, 75,8 Millionen Euro. Unterbringung von Asylbewerbern, 52 Millionen Euro. Mit dem Gesetz über die weitere Entlastung von Ländern und Kommunen flossen in diesem Jahr 23 Millionen Euro und 16, 17 auch jeweils 23 Millionen Euro, ab 2018 115 Millionen Euro. Für die Kindertagesbetreuung 14 Millionen, zusätzliche Finanzhilfen in 2017 33 Millionen, Entlastung durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, gegen das Thüringen gestimmt hat, 95 Millionen Euro. Und mit der vollen Übernahme der Finanzierung des BAföGs durch den Bund wird Thüringen um 42,5 Millionen Euro entlastet, wo wir die Hoffnung haben, dass das auch in die Hochschulen, Universitäten hineinfließt. Das erhält Thüringen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, zusätzlich aus Berlin neben den dauerhaften Leistungen. Und liebe Martina Schweinsburg, du hast gesagt, ihr habt vielleicht einen Koffer in Berlin, aber ihr seid hier zu Hause. Wir bringen hier eigentlich fast monatlich einen Geldkoffer von Berlin nach Thüringen, nur, jetzt komme ich auf unseren Ministerpräsidenten, auf Bodo Ramelow, der merkt es nicht. Der hat gestern in der Thüringer Allgemeinen in einem Interview gesagt, Berlin beteiligt sich nur mit 20% an den Kosten, also Flüchtlingskosten, und das ist eine Infamie, die Solidarität des Bundes und der alten Bundesländer lässt nach. Das ist nicht nur falsch, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das ist bewusste Irreführung der Menschen in Thüringen. Erstens, Thüringen erhält, wie jeder andere Bundesland auch, für jeden, der im Anerkennungsverfahren ist, 670 Euro im Monat. Zweitens, Berlin, der Bund, trägt die Kosten für die Instandsetzung der BIMA-Liegenschaften, für Sprachkurse, Integration und für anerkannte Asylanten und Bürgerkriegsflüchtlinge, die sind auch mit ihren Familien dann Hartz IV, sind Hartz IV-Beziehern gleichgestellt. Auch hier trägt der Bund die Kosten. Gestern und vorgestern haben sich die Bundesländer untereinander geeinigt über die Neuregelung des Länderfinanzausgleiches. Dieser Länderfinanzausgleich bringt Thüringen nicht weniger Geld, sondern mehr Geld. Und zwar runtergebrochen auf den jeweiligen Einwohner 205 Euro pro Einwohner. Insgesamt sind das ab 2020 442 Millionen Euro, die Thüringen zusätzlich erhält. Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident sagt, damit verschwindet auch finanzpolitisch die alte DDR-Grenze. Bodo Ramelow meint, oder er trägt diese Grenze nach wie vor als Mauer in seinem Kopf umher. Vielleicht braucht er das, um von dem abzulenken, was Mike hier gesagt hat, was innerhalb von einem Jahr finanzpolitischen Kamikaze-Kurs in Thüringen durch Rot-Rot-Grün eingerichtet wurde. Und wir werden bei den Regionalisierungsmitteln, auch da sind viele falsche Behauptungen auch von Bodo Ramelow in der Welt gewesen, 600 Millionen Euro durch den Bund obendrauf legen, so eine Erhöhung hat es noch nie gegeben. Regionalisierungsmittel. Hier geht es darum, dass sich die Ministerpräsidenten untereinander einigen. Das heißt, auch Thüringen muss sich mit den anderen über die Verteilung einigen. Das kann nicht Berlin, das kann nicht der Bund machen. Und diese Einigung kann auch nicht dadurch geschehen, dass man die anderen Ministerpräsidenten, die anderen Bundesländer beschimpft. Und dann muss man Bodo Ramelow zurufen. Man darf ihn ja keinen Lügner nennen, weil er dann sicher auch mit Prozessen droht oder über Twitter einen niedermacht. Man muss ihm sagen, bitte, Herr Ramelow, bleiben Sie in Sichtweite der Wahrheit. Meine Damen und Herren, ich will auf das eingehen, was hier Schwerpunkt heute gewesen ist. Einmal unser Antrag für den Bundesparteitag.
zum anderen auch, was in der Diskussion angesprochen worden ist. Was habt ihr in Berlin bisher getan, um den Zustrom zu reduzieren, die Belastungen für die Landkreise, die Kommunen erträglich zu halten? Weil schon vor 8 Wochen hat der Deutsche Landkreistag gesagt, wir brauchen eine Atempause. Wir sind mit diesem Zustrom von 8.000, 10.000 am Tag, Wochenende kommen 28.000, ja, sind wir überfordert. Was haben wir getan? Das Erste, wir haben versucht, weil wir brauchen auch die Zustimmung der anderen, den Anreiz zu reduzieren, nach Deutschland zu kommen. Deutschland hat die höchsten Leistungen im Sozialbereich für Flüchtlinge. Deswegen auch offensichtlich 80% aller derer, die nach Europa gekommen sind, nach Deutschland zu kommen. Ministerpräsident Seehofer hat es gesagt, wir haben 3 Balkanländer zu sicheren Herkunftsländern. Zu sicheren Herkunftsländern erklärt, vor einem Jahr hat der Diskussionsprozess begonnen. Wir wollten damals 6 Balkanländer, alle 6 Balkanländer, zu sicheren Herkunftsländern erklären. Wir haben nur 3 bekommen. Also wir hätten gern 6 Länder zu sicheren Herkunftsländern gemacht. Wir haben nur 3 im ersten Anlauf durchbekommen. Aber im Gegenzug mussten wir Rot-Rot-Grün zusagen, also den Grünen und den SPD zusagen im Bundesrat. Erstens, wir gehen vom Sachleistungsprinzip ab und gehen zum Geldleistungsprinzip wieder über. Die Residenzpflicht wird aufgehoben und das Arbeitsverbot, solange man in den Erstunterkünften ist. Das hat dann dazu geführt, dass ein Flüchtling vom Balkan, der war ja jemand aus Serbien, der mit seiner Familie hergekommen ist, ich weiß es von Berlin, da so gemacht wurden, da sind diese Geldleistungen für die Familie über mehrere Monate im Voraus bezahlt worden. Die haben dann also mit einem Schlag bei 4, 5 Kindern, haben die mehrere 1.000 Euro in der Hand gehabt und haben das natürlich in ihr Selfie reingehalten, in ihre Kameras. Und das haben die Nachbarn im Kosovo oder in Pristina oder in Serbien gesehen, haben gesagt, wenn die sich das Geld in Deutschland holen, müssen wir auch schnell hin, bevor es alle ist. Und das hat dann im Frühjahr diesen Jahres diesen Zustrom 400.000 vom Balkan nach Deutschland ausgelöst und hat die Balkanroute auch für andere Länder, Syrien, Iran, Afghanistan, interessant werden lassen, weil das ist die relativ kostengünstigste, muss man nur ein paar 1.000 Euro an die Schlepper bezahlen, aber schnellste Möglichkeit nach Deutschland zu kommen. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir wieder zum Sachleistungsprinzip übergehen, solange die Familien im Anerkennungsverfahren sind. Aber wir müssen natürlich auch wissen, wenn sie da durch sind, anerkannt sind, haben sie Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen und die sind im internationalen Vergleich sehr hoch. Das heißt, der Anreiz ist immer noch gegeben. Das Zweite, Martina Schweinsburg hat mit der Entscheidung für Syrien, Bundeswehreinsatz in Syrien, danach gefragt, löst ihr damit nicht erst Terror aus? Sie ist jetzt nicht da. Das dreht das Ganze um. Der Terror wird nicht ausgelöst dadurch, dass wir an den Unsicherheitspunkten, an den Instabilitätspunkten dieser Welt für Stabilität versuchen zu sorgen, sondern dort, wo keine staatliche Ordnung mehr da ist, wo Mafia, wo Gewalt, wo Terrorismus an der Tagesordnung ist, laufen die Menschen weg. Und wir sind gebeten, von Frankreich gebeten, unterstützt uns in unserem Kampf, in unserer Auseinandersetzung. Wollten wir als Nachbarn sagen, was auch ihr lieben Franzosen, seid zwar arg gebeutelt durch mehrere Terroranschläge, aber wir sind da mit den Möglichkeiten, die wir haben, Aufklärungsmöglichkeiten, Schutzbekleidung nicht mit dabei. Wir wollen lieber die Türen bei uns so weit zumachen, dass wir da nicht gesehen werden. Nein, das konnten wir nicht machen, weil die Europäische Union, Horst Seehofer hat es gesagt, in einem desolaten Zustand ist und die Partnerschaft, die Freundschaftsverbundenheit mit Frankreich ist ein hohes Gut, um auch mal die Europäische Union insgesamt wieder zu dem zu machen, was es mal gewesen ist, eine Wertegemeinschaft, Solidaritäts- und Verantwortungsgemeinschaft. Noch ein Punkt. Wir sind nicht nur in Syrien in einen Einsatz gegangen, wir sind mit der Bundeswehr auch in Afrika, in Mali, in Zentralafrika im Einsatz, weil dort Regionen sind, wo es keine staatlichen Strukturen mehr gibt, wo die Menschen auch hungern, wo sie aus Unsicherheit, aus Hunger oder aus beiden davonlaufen. Und wenn sie einmal loslaufen, ist das Mittelmeer kein Hindernisgrund. Also auch in Mali, in Zentralafrika, zusammen mit Frankreich zur Stabilisierung dieser Region, damit die Menschen nicht davonlaufen. Ob es uns gelingt, mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit, mit anderen Hilfen, das Leben dort zu verbessern, wird ein langer Weg sein, aber erst einmal stabilisieren.
und was die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge anbetrifft, was Asylbewerber anbetrifft, die haben einen Status auf Zeit, auf 3 Jahre, dann wird dieser Status überprüft und wenn die Fluchtgründe weggefallen sind, wird zurückgeschickt. Das mag mancher nicht glauben, aber dann bitte ich euch, denkt mal 20 Jahre zurück, da haben wir über 500.000 Bosnier hier im Lande gehabt und als Bosnien befriedet gewesen ist, sind diese Menschen auch wieder in ihre Heimat zurückgegangen. Genauso wird es sein in Syrien, in dem Moment, wo Syrien der Bürgerkrieg in der wird enden. Im Libanon hat es vor 20 Jahren auch einen Bürgerkrieg gegeben und dieser Bürgerkrieg hat auch geendet. Wo der Bürgerkrieg in Syrien endet, gehen diese Menschen in ihre Heimat zurück. Aber dazu müssen wir auch einen eigenen Beitrag leisten in Syrien. Deswegen müssen wir in die Region der Instabilität hineingehen, bevor die Instabilität zu uns nach Deutschland kommt. Nachrichtendienst und Verfassungsschutzpolizei ist angesprochen worden. Ja, wir sind in einem Ausnahmezustand. Ja, wir vollziehen geltendes deutsches und europäisches Recht im Moment nicht. Wir kommen aber schrittweise wieder dazu, auch an unseren Außengrenzen geltendes deutsches Asylrecht, europäisches geltendes Recht wieder zu vollziehen. Und wir brauchen, weil nicht nur die Franzosen sind bedroht, auch wir sind bedroht, wir brauchen gute Sicherheitsarchitektur. Der Terror richtet sich nicht gegen Paris alleine. Rossiro hat es gesagt, das ist der 3. Anschlag, der in Deutschland verhindert werden konnte, in Hannover, den wir verhindern konnten, weil wir mit anderen Nachrichtendiensten zusammengearbeitet haben, weil sie uns Informationen gegeben haben. Diese Informationen brauchen wir auch aus eigener Kraft, aus eigenem Aufkommen. Das heißt, wir werden den Bundesnachrichtendienst verbessern, den Verfassungsschutz, wir werden 3.000 zusätzliche Polizisten, Bundespolizisten einstellen, um das, was an internationaler Bedrohung, unabhängig von der aktuellen Flüchtlingsbewegung da ist, tatsächlich auch Herr zu werden, weil die Menschen in unserem Land bezahlen aus zweierlei Gründen Steuern, aus Gründen der inneren und der äußeren Sicherheit. Dafür ist der Staat da, das hat er zu gewährleisten. Das haben wir bisher gemacht. In dieser Ausnahmesituation beginnen wir uns wieder darauf einzustellen und wir kommen Schritt für Schritt dahin, dass wir das auch wieder vollziehen können, was die Menschen für uns erwarten, nämlich innere, äußere Sicherheit. Und bis dahin sind wir gut beraten, diejenigen, die hier sind, auch so zu behandeln, dass sie sich gerne an uns erinnern, dass sie wieder zurückgehen, auch dass auch die jungen Leute eine Ausbildung erhalten, egal ob sie hier bleiben oder ob sie später in Syrien oder in anderen Ländern wieder aufbauen. Das ist unsere Aufgabe und da sind wir uns einig, nicht nur mit Horst Seehofer, sondern auch mit der Bundeskanzlerin. Unserem Parteitag hier im guten Verlauf. Bitte unterstützt die Resolution, den Antrag, den wir stellen an den Bundesparteitag. Und dann Unterstützung auf dem Bundesparteitag. Und dann ist auch wieder die Richtung vorgegeben, auf der wir uns bewegen. Ich danke dem Tagungspräsidium für die Geduld.